Willkommen zurück zu Medieval. Welche man immer unter dem Namen des Spiels überlegen muss, aber egal. Wir waren beim letzten Mal auf dem Weg zum Bergmausoleum, jetzt sind wir dort angekommen und ich würde mal sagen, wir labern hier nicht lange rum, beziehungsweise ich laber nicht lange hier noch rum, sondern betrete das Ding einfach mal. Und hoffe das Beste. So, da haben wir es, das Bergmausoleum. Da bin ich mal gespannt, wie was jetzt ablaufen wird hier. Hier betrete das Haus, ein Haus der Qualen. Man sagt, in den Katakomben unter diesem Saal spukt das Böse. Ja. Oh, verdammt. Ja, die, hier haben wir jetzt wohl auch Kobolde oder so. Und ja. Bei den Viechern muss man aufpassen, hier mit den Fackeln, sogar immer so gefällt, die können uns vielleicht ein bisschen wehtun oder so. Also ich glaube, durchaus böserer und die ist hier ohne Fackel. Der werden wir gleich auch noch begegnen und das kann dann tatsächlich so ziemlich ein Problem führen. Warum die hier alle hinlaufen wollten, weiß ich nicht. Und da hinten haben wir ja, einen hübscheren Saal. Aber wie wir da jetzt alles reinkommen sollen, ich weiß es nicht. Mal schauen, hier haben wir jetzt noch, ich gehe mal wieder weg, ja, noch eine neue Keule. Da der andere allerdings noch bei 80%, jetzt würde ich die gerne später einsammeln. Ich weiß, dass später hier noch hinkommen. Das wäre okay, ich weiß, da brauche ich ja euch keinen vormachen. Auf alle Fälle, ja, wir haben jetzt hier den Saal und irgendwie sehe ich hier gerade keinen offensichtlichen Ausgang. Okay, ich, ja. Wir haben hier nämlich nur einige Gräber, deswegen auch die Keule, weil wir können jetzt hier die Dinger zerlegen. Hier haben wir ein Energiefläschchen gefunden, habe ich leider nicht gesehen, sonst wäre ich da auch gar nicht reingesprungen, weil, ja. Obwohl nachher die es wahrscheinlich eh vergessen, von daher ist es so schon in Ordnung. Was mich jetzt mal interessieren würde, nein, wir können das Ding, wir können mit dem Ding keinen Spezialschlag machen, wir können da nur, das ist jetzt die das ist jetzt hier die Haltung, wenn er irgendwas anzünden will damit. Wie bei der letzten Folge gesehen, das klappt auch ohne. Und ordentlich draufhauen. Ja, so, läuft doch in die anderen Dinger rein, wenn wir nochmal reinkommen. Und da gab es noch ein bisschen Geld zur Belohnung. Oder jetzt mal hier lang, weil man sieht schon, dass da von unten Licht durchscheint. Und ja, das ist jetzt unser Ausgang hier. Beziehungsweise, was heißt Ausgang? Wir sind jetzt tatsächlich in den Katakomben. So, achtet auf die diebischen Kobolde. Sie ziehen euch bis auf die Rüstungsunterhose aus. Oh ja. Und da ist genau das, was ich meinte. Hier können wir durchaus ein Problem kriegen. Allerdings mit denen immer noch nicht, weil das alles Fackelträger sind. Die auch irgendwie gar nicht an uns interessiert sind. Ich weiß gar nicht mal warum. Okay, da haut uns jetzt einer. Ach, jetzt haben sie doch mal hier ihren nicht freundlichen Modus. Wie man sieht, die sind auch schwer zu treffen. Wir hauen da teilweise über die drüber. Nicht ganz ideal, also durchaus eine fiese Gegnersorte, würde ich sagen. Und bei den Sterben muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich meine, ja, die können wehtun und das nicht allzu knapp. Deswegen nehmen wir hierfür jetzt die Keule. Man kann da auch stellenweise drüber springen, das allerdings nicht immer ganz empfehlenswert, vor allem in dem Bereich nicht. Verdammt, geh da raus. Ich sollte vielleicht mal auf den langsamen Modus schalten, dann kann man auch, ja, so kann man auch die Mitte von den Dingern treffen und beide gleichzeitig platt machen. Und wir kommen hier noch nicht mal rein. Wir haben momentan, glaube ich, gar keine. Von daher war das der falsche Weg. Aber egal, schön, dass wir das schon mal soweit fertig gemacht haben. Dann mal wieder zurück zum Hauptraum hier unten. So, da hinten sind auf alle Fälle wieder Gegner. Ich wollte mal hier rein. Und ich meine, das hier kann man auch nicht mit dem Schwert machen, aber wir wissen ja, wir haben oben noch eine Keule. Und die werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Und da ist kein... Oh, der erwartet uns schon, der Typ.
Ja, komm hier. Einmal in den Boden gestapft, bitte. So. Ja. Ich wollte jetzt nicht erst so viel Schaden kriegen. Ich hätte vielleicht jetzt die noch gar nicht nehmen brauchen, sondern erst jeder Part machen sollen, aber das ist jetzt so klein Vieh. Und da ist auch der erste schon weg. Und der zweite. Seht ihr das zeitliche, ohne dass wir jetzt hier. Ach was, das ist mal woanders. Ich weiß nämlich, was passiert, wenn wir das hier nehmen. Nämlich der Boden bricht ein. So, tschüss, du Sau. Ich glaube, komm so schnell, du bist um dem zu entkommen. Und da sehen wir, wie die Fackel abhaut. Das ist noch. Das sind noch ein paar Seelen für uns. Und ich hoffe mal, dass das hier gleich aufhört. Yep, Gott sei Dank. Aber ich meine, das war auch nicht die richtige Rune. Die Rune, die wir vielleicht brauchen, die ist, glaube ich, blau. Jetzt hier einmal draufkauen. Und nee, hier können wir, hier kommen wir so nicht durch. Also muss da nochmal die Keule sein. Ich würde gerne beides platt hauen. Allerdings, wir sehen schon, wir haben nicht mehr unbedingt allzu viel von der Keule. Von daher, ja, 1%, das ist ein Schlag. So, da haben wir jetzt einen gefährlichen Kobold, nämlich ein. So, hier können wir jetzt auch mal unseren Arm ausreißen. Das war jetzt nämlich ein Kobold ohne irgendwie eine. Ohne eine Fackel und so. Und das sind genau die gefährlichen. Was wir mal im Fernkampf. Oh shit, das sind drei. Die Keule wäre jetzt gar nicht mal so schade gewesen, hier zu verlieren, weil die war ja schon so viel runter. Allerdings, die können uns tatsächlich unsere Waffen klauen. Und ja. Eine Keule mit 1%, scheißegal. So, hier brauchen wir erstmal die Chaosrune. Aber jetzt halt dieses Schwert zu verlieren, nicht so ideal. Der Lassimon ist der Meister des Bergmausoleums. Seine elendige Seele wird in einem Herzen aus gefrorenem Glas aufbewahrt. Es ist dieses Herz aus Glas, bla bla bla. Ihr werdet diese Bedrohung umhüllt vom Schleier der Dunkelheit unter dem Mausoleum finden. Oh, Mist. Da oben war schon wieder einer und ich würde mal sagen, dann nehme ich wieder den Arm lieber. Das ist mir um einiges lieber. So, kannst du mal bitte hier den Typen hauen? So, komm, hier Fernkampfangriff. Das hat gesessen. Es kann sogar sein, dass er erst rauskommt, wenn er hier irgendwas zum Klauen gefunden hat. Tatsache. So, komm, hier, du hast bitte auf Abstand. Ich möchte das nicht unbedingt zeigen, wie ich hier beklaut werde. Weil wenn der das Ding dann nimmt und hier drin wieder verschwindet in der Lok, dann war's das. So, hier haben wir jetzt die Mondrune. Hier ist eine Tür aufgegangen und hier ist sogar die Tür aufgegangen. Ja, erstes, was wir machen, wir nehmen uns wieder die Keule. Bald aber erstmal das Schwert in der Hand. So, deswegen habe ich die Keule am Anfang nämlich auch übrig gelassen, weil ich wusste, dass es passiert. Und ja, hier haben wir ein Möchtegern-Phantom der Oper, könnte man sagen. Eine Chaosrune und einen Wasserspeier. Mal sehen, was er zu verkaufen hat. Ich meine, eigentlich hier nur die die Munition für die Waffen. Das ist nämlich gar nicht so mehr. Es ist doch schon interessant hier. Dieses Möchtegern-Phantom der Oper, habe ich nicht gesagt, würde allzu gerne etwas Neues spielen. Doch es scheint verdammt zu sein, diese Gruseltöne wieder und wieder zu spielen. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Mal sehen, ob bei denen ich da erlöst. Ein schönes Bodenbild, muss ich mal sagen. Das sieht sehr schön aus. Wenn ich mir die Schlangen so angucke, die aus ihrem Kopf wachsen, sollte man vielleicht am besten gar nicht hingucken. So, Medusa und so. Er versteht. Und ja, wir haben. Da waren wir schon. Da können wir gar nicht mehr. Da sollte ich vielleicht auch nicht mit so viel Elan hinrennen. Das könnte das letzte sein, was ich tue. Also gehen wir mal hier lang. Und wir haben jetzt tatsächlich, glaube ich, auch die Rune, die wir brauchen. Ja, ja, schon in Ordnung, Kollege.
aber... Und das ist eigentlich wieder so ein Kampf, den ich gar nicht kämpfen will. Von daher mache ich mal wieder das hier gerade. Und man sieht, es funktioniert sehr gut. Die Seelen werden scheinbar auch trotzdem und dann voll durchgeschieden. Aber der ist eh schon voll, von daher interessiert mich das gerade eher weniger. Ich glaube, ja, da hat es auch wieder aufgehört. Also es stürzt hier nicht der ganze Boden ein. Wir besiegen einfach den Last Dämon, indem wir sein Fundament zerstören und das Haus einstampfen. So, jetzt könnten wir sogar schon hier drunter. Die haben auch irgendwie Dunkelheit. Von daher, wahrscheinlich hier ist das Herz aus Lars und so. Ich kann nicht singen und ich sollte es auch gar nicht probieren. Aber es gibt guten Grund, dass das mal nicht so. Aber wir haben jetzt gerade nämlich aus dem Keller Notenblätter gefunden. Ausgeholt also. Und das ist so eine Sache, die ist rein optional in diesem Spiel. Die braucht man nicht machen. Und würde ich mal sagen, wir leisten unserem Skelett hier nochmal Gesellschaft, unserem Geisterskelett. Und geben ihm mal das Ding hier. Können wir nicht? Müssen wir uns da das hinstellen? Ah, jetzt funktioniert's. Das wird ein Hit. Und ja, da haben wir jetzt auch den Seelenkelch und auch die, ja, noch einige Schätze gefunden. Und ich kann schon mal sagen, hätte ich das jetzt nicht so gemacht, dann hätten wir das Ganze nicht mehr kriegen können. Wir gehen jetzt in den Keller und beenden hier mal unsere Aufgabe, was das da unten angeht. Vielleicht gibt er uns auch dann hier dieser, wie heißt er nochmal, der Dämon und auch gleich mal freiwillig sein. Schlüssel. Und ja, das sieht nach einem gefrorenen Herzen aus, von daher schon mal ziemlich gut gefunden hier. Dann wollen wir das mal hier, glaube ich, seine Seele war es, die wollen wir freisetzen. Ja, sehr schön. Hängt er vor diesem komischen Fenster mit dem Clown drin. So, da wäre ich wieder beinahe in die Scherben gerannt. Hier haben wir ein neues Kupferschild. Ich glaube, wir hatten eh nur eins. So, was haben wir hier? Noch weitere Wurfdolche. Da sollten wir jetzt auch mit den Waffen so ziemlich voll sein. Und da würde ich mal sagen, wir gehen mal voran. Mal gucken, ob wir den Typen jetzt irgendwie finden können, den Last Dämon. Und ob er uns dann ein bisschen... Ob er sich kooperativ zeigt. Das Herz des Dämons ist ein einziger Wunderpunkt. Gut zu wissen. Und ja, es war wohl doch kein Clown. So, und jetzt mal hier ein paar Dinge einwerfen, weil nur wenn er sein Herz dann näher ausschickt. Wenn er uns sein Herz öffnet, haben wir eine Chance, ihn zu erwischen. Das ist jetzt wie irgendwie in einer ziemlich kaputten Beziehung. Ich öffne dir mein Herz und du schmeißt Wurfmesser drauf. Au, au, au. Ja, das hat nicht übel wehgetan, aber ich glaube, das war noch zu verkraften. Wir laden mal den nächsten Angriff auf, weil schaden kann es nicht. Außer ihm. Und das wollen wir ja. Geht auf alles wie so in einer ziemlich kaputten Beziehung. Läuft das hier ab und... Ja. Shit, ich glaube, den habe ich versemmelt. Ja, der hat jetzt hier mal eben eine Druckwelle abgesondert. Das war auch... den Angriff kannte ich gar nicht mehr. Nicht, dass sie sich jetzt hier noch etwas Neues ausgedacht haben fürs Let's Play, dann bin ich mal ziemlich am Arsch. So, komm hier, hau rein und Schild ist weg. Shit! Gott sei Dank haben wir 4 Pullen, die wir brauchen. Oh, wir haben ein neues Schild. Ja, das Spiel ist teilweise dann doch relativ gnädig. Scheinbar.
Aber ich glaube, im Vergleich zu neueren Spielen ist es dann doch schon... in der Hinsicht, ja, es ist möglich, das zu machen, aber es ist auf keinen Fall einfach. Einige neueren Spiele sind dann vom Schwierigkeitsgrad her einfach so, dass sie den Spieler durchaus nicht, einfach nicht frustrieren wollen. Allerdings, als ich hier als kleines Kind gespielt habe, hatte ich durchaus unglaubliche Probleme. Und da ist die erste Lebensflasche weg. Wenn man jetzt hier nicht alle Lebensflaschen einsammelt, haben wir auch durchaus ein großes Problem. Und ich würde mal sagen, ich wechsle mal zur Armbrust, weil die kann eigentlich nur stärker sein. Ich kann allerdings mit ihr keine Angriffe aufladen. Und nie mit den Dingen geschossen, aber ich glaube, so im Endkampf wird es mal Zeit, das halt auszubenutzen, weil Logik und so. So. Und ja, das haut auch deutlich besser rein. Komm schon! Puh! Ich dachte erst, es hätte uns erwischt. Booyah! Und da ist Atlas, der Dämon. Die Scherben bringen Glück und die darf auch noch irgendeiner seiner Kobolde aufräumen, wenn da noch einer am Leben sein sollte. Vielleicht könnt ihr das Ganze auch mal zusammensetzen. Vielleicht gibt es da auch irgendwann mal ein Puzzlespiel von. War ja auch nicht schlecht. Auf alle Fälle, wir haben es geschafft und wir haben auch den Schlüssel gekriegt. Ab in den Heldensaal, Belohnung abholen. Man muss aber mal darauf achten, hier dieser... Punkt, der um die Waffe rumfliegt, der wird ja dann zum nächsten Ziel hin. Ach, der redet uns doch nochmal an. Hereinspaziert, dies ist der Heldensaal. Schnäppchenjäger, bitte ins Erdgeschoss. Anspruchsvollere Kunden, kommen bitte ins Obergeschoss. Nützt es was, wenn ich sage, dass ich ein ganz, ganz anspruchsvoller Kunde bin? Also auf alle Fälle dieser, wie heißt es nochmal... Dieser Punkt, der uns gerade so ein bisschen hinterherfliegt, das ist mehr oder weniger das Fadenkreuz des der Armbrust. Der zielt hier vollkommen automatisch, allerdings kann man dann halt sehen, wo drauf er gerade schießen will. Und da muss man aber darauf achten, wenn man den Heldensaal betritt und den wir dann auch nachher verlässt, wo dieser Punkt hingeht. Das finde ich nämlich dann ganz interessant, weil nämlich tatsächlich dann wohl die Figur nicht einfach aufgelöst wird und... Oh! Ah, Fortescue! Ha, was höre ich da? Zaruf lebt immer noch? Ich dachte, ihr hättet den Burschen erledigt. Naja, macht nichts, dann zeigt es ihm eben jetzt. Diese Zombie-Meute ist ziemlich groß. Wie sieht's denn mit euren Waffen aus? Hammer, bitte. Hier, nehmt meinen Kampfhammer. Ja. Er haut alles in Stücke und hält besser als jede Keule. Ich kann hier ja höchstens Nüsse mit ihm knacken. Nein, danke. Ja, hier auch mal wieder kein Dialog. Ja, natürlich will ich den verdammten Hammer haben. Da, Fortescue. Ha. Das kennen wir alles. Hier. Und den nehmen wir natürlich. Und sind Fortescue? Ein Nein gibt es nicht. Haut mal ein paar Köpfe für mich mit ein, was? Ich habe stellenweise das Gefühl, dass sie das entweder schlecht übersetzt haben oder dass tatsächlich einige Dialoge woanders hingehören. Aber egal, wir haben den verdammten Hammer. Wie wir gerade schon mit der Keule gesehen haben, das Ding. So gegen Kobold ist das nicht schlecht. Und vor allem hat der hier auch noch eine Sonderattacke. So sieht's mal aus. So, wir verlassen nun den Heldensaal. Jetzt hat man natürlich dieses Fadenkreuz. Wie man gesehen, auf alle Fälle schießt das dann senkrecht nach oben, wenn man den Teleport benutzt. Also der ist scheinbar wirklich, wird er hier rausgebaut und hier einfach nur aufgelöst. Werden wir noch häufiger sehen, denke ich mal. Ja, wir verbessern unsere Speicherungen. Bergmausoleum nach 33 Minuten und man hat das schon gesehen. Bei meiner war ich bei etwa 6 Stunden. Ich denke mal, das ist so ungefähr das, worauf ich hier gehen würde. Vom, nein, ich will das aber nicht wiederholen, von der Zeit her. So, jetzt haben wir hier noch ein neues Level, nämlich die Rückkehr zum Friedhof. Wir haben einmal hier den Friedhof. Da wollen wir jetzt aber nicht hin. Und die Rückkehr, weil wir haben ja dieses Schädeltor. Das Lustige ist, wir können jetzt tatsächlich nicht wieder hier reingehen und das Ding aufmachen. Wir müssen tatsächlich hier hinten lang, glaube ich. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, wir können das mal probieren. Also,
mal so ein bisschen Backtracking machen, weil ich glaube, das habe ich selber noch nicht ausprobiert. Abgespeichert haben wir ja gerade. Das würde mich jetzt nochmal interessieren und einfach nur, um da ein bisschen den Hammer schon mal auszuprobieren. Ich bin mal noch nicht sicher, ob ich das Backtracking nicht vielleicht doch auf Kamera machen würde, aber ich glaube, wenn ich mir mal unseren Lebensbalken angucke, das lohnt sich durchaus schon, das, was wir gerade eben machen. Vor allem, ich will halt wissen, was hier passiert, wenn man es halt mal so macht. Und versucht hier das Schädeltor aufzumachen. Also ich finde das schon so ein bisschen... Naja, das brauchen wir gar nicht mal durchlesen. Oh Gott, das Ding haut rein. Heftig. Wie wir den Boden gestampft haben, da steht sogar noch der Fuß hoch. Ja, das ist mal geil. Können wir hier auch schon? Ich möchte es mal ausprobieren. Tatsache, wir können die Hände platt hauen. Wir können die Hände platt hauen, wenn wir sie erwischen. Die eiskalten Händchen. Und man sieht, der andere ist doch ein bisschen stärker, der braucht dann zwei Schläge. Hält dann aber auch das Beinchen wie so ein Hund. So, komm hier. Drufter. Drufter, 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 da. Die brauchen auch zwei Schläge. Und da ist auch gleich wieder die Flasche voll. Freut jeden Trinker. Und man sagt dafür 60 Mal auch einen aufgeladenen Schlag an. Ich glaube, der hat auch ganz ordentlich gut getan. Auf alle Fälle hat sich das für uns schon mal gelohnt, dass wir das Level nochmal wiederholt haben. Allein schon aus den Gesichtspunkten, was das Leben angeht. Da will ich jetzt auch nicht allzu lange hier mal rumladen und mach das einfach. Es gibt übrigens im kein Level den Trichter doppelt. Dann will ich auch gleich sehen, dass er einfach weg ist. Kannst du mal bitte danke. Da sehen wir es, jetzt wäre ein bisschen Geld rum, aber ich glaube, da war es auch. Das braucht uns auch gar nicht interessieren. Wir sind hier wegen dem Schädeltor. So, können wir jetzt. Nein, das bringt nichts. Ich stehe da mitten vor. Wir können es ja einfach nicht anwenden. Das hatte ich irgendwie erwartet. Allerdings ist irgendwo auch ein bisschen schade, weil ja. Eigentlich ist es genau das gleiche Tor, wie es im nächsten Level sein wird. Ja, wir müssen halt durch das Tor durch. Das hätten sie an der Stelle vielleicht ein bisschen anders machen können. Dafür gibt es dann halt in dem anderen Level, das sieht dann wieder ein bisschen anders aus, also, aber das sehen wir dann, wenn wir da sind. Da haben dann vielleicht auch noch so ein kleines Level insgesamt. Ich muss auch mal sagen, dass ich an dem Spiel die Musik ziemlich gut finde. Das ist alles einfach ziemlich klasse gemacht insgesamt. Also mir gefällt mir echt das Gesamtpaket ungemein, auch wenn ich da anfangs, als ich es früher gespielt habe, hielt ich es einfach für viel zu schwer. Also dafür ist es echt übertrieben. Man sieht, mit zwei Druckwellen kann man dann einen Gegner erledigen, den man nicht direkt erwischt hat. Hier nochmal gleich ein bisschen aufladen, aber ich würde mal sagen, wir machen erstmal noch unten. Also das ist schon mal deutlich besser. So, so brauchen wir uns auch hier um das Leben gar keine Sorgen zu machen. Ich würde sogar sagen, einmal um es fortzuführen, da wir da oben eh noch einen Jungen haben. So sieht es aus, wenn man in diesem Spiel stirbt. Hat jetzt unser ganzes Leben da gekostet und halt noch eine, ja, eine Flasche. Allerdings war es jetzt auch egal, wie viel Leben wir übrig hatten. Es wurde einfach auf Null gesetzt und wir sind zurückgekommen. Also ist es dann manchmal so, als bei dem Respawn, dass man da an eine andere Ecke landet und weil dann den Stick beim Lenk einmal kurz in die falsche Richtung drückt, liegt man schon wieder unten. Aber egal, wir haben das hier überstanden. Das Level ist sogar mal in Rekordzeit, also wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich dann off-camera nochmal durchspielen müssen, das eine oder andere Mal. Oder ich mache halt so Mini-Folgen, die ich dann wie bei Fable einfach nur verlinke. Wer es sich dann angucken möchte, der kann das dann. Aber dann halt würde ich dann nur Folgen machen, die halt nur diese Level beinhalten, wo man schon mal war, wo man halt auch nichts Neues mehr kriegt.
So, damit vielen Dank dann fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann die Rückkehr zum Friedhof an. Und bis dann. Tschüss.